In diesem Video geht es nach Göttersvikerhamm bei Förde. Göttersvikerhamm ist einer der ältesten Ortsteile der Stadt Förde im Kreis Wesel. Das gesamte Ortsgebiet ist Teil des Naturschutzgebiets. Der kleine Ort ist ein beliebtes Ausflugsziel, direkt am Rheinufer gelegen. Die Rheinpromenade, an der auch verschiedene Ausflugslokale liegen, zieht zu sämtlichen Jahreszeiten Touristen an. Hier lässt sich auch die typisch niederrheinische Landschaft genießen. Hier hält das Fahrgastschiff River Lady. Die River Lady wurde nach Originalbauplänen eines Mississippi-Dampfers umgebaut. Eine Rundfahrt mit dem Fahrgastschiff River Lady ist hier von der Anlegestelle aus in Richtung Duisburg und Xanten möglich. Hier kann man einfach mal die Seele baumeln lassen und die Schiffe beim Vorbeifahren genießen. Die Schifffahrt auf dem Rhein und seinen Zuflüssen hat eine lange Tradition, weil schon vor der Neuzeit wichtige Wirtschafts- und Industriegebiete Europas über das Flusssystem verbunden waren und sogar an seinen Ufern lagen. Heute gehört der Rhein zu den am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Der Deich kann zu Fuß oder auf dem Fahrrad betreten werden und bietet eine tolle Sicht auf den Rhein. Die ehemalige Windmühle Haus Storchennest wurde 1924 bis 1930 mit einem achteckigen Aussichtsturm versehen und als Ausflugslokal eingerichtet. Seit 1967 befindet sich das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in Privatbesitz. In Göttersvikerhamm gibt es heute keine Schule mehr. Sie befand sich früher im Dorfgemeinschaftshaus. Zu den Wahrzeichen des Rheindorfs Göttersvikerhamm zählt die im 11. Jahrhundert erbaute evangelische Kirche. Genießen Sie die wunderschöne niederrheinische Landschaft, die in der Vergangenheit schon die Römer fasziniert hat.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.